Eng von den Hauptfrauen, die immer im Obkönnt, wo könnt Müllich hier? Das ist eine Frau, die hier auf der Frage natürlich beantwortet, wo der live könnt dabei sie wenn ein Kuh gestracht wird. Dieser Kurt wird dort auch am Bild angefangen. Und hier sieht er dann, sieht sozusagen live dabei beim LDB. Wir sind heute beim LDB in Luxemburg, Dairyboard. Und was die genau machen, das kann ich dir heute erklären. Genau. LDB ist Luxemburg Dairyboard, mit der Vertretung von den letztlichen Milchbauern. Das ist Interesse von den Betrieben, die Milch produzieren, weil wir gesagt haben, wir brauchen eine eigene Interessenvertretung, weil andere Organisationen nicht mehr breit gefächert sind in der Landwirtschaft. Wir fokussieren nicht mehr auf die Betriebe, die Milch produzieren. Wir produzieren neue Milch, das heißt, die Milch muss auch irgendwie aus der Kuh rauskommen. Aber welchem Zeitraum soll die Kuh da streichen? Naja, die Kuh soll normalerweise alle 12 Stunden, das heißt, von den Mäusen 7 streichen, sollen die Ofen 7 gestracht gehen. Aber das heißt natürlich nicht, von einer halben Stunde, eine Stunde später, dann die Kuh direkt umfällt. Also so, als das Jahr aber gerade nicht. Die Kuh, die läuft hier steht, wie heißt die? Sandra heißt die Kuh und die ist 2015 geboren, das heißt, die ist also 9 Jahre alt. Ja. Aus das verhältnismäßig alt, die Milchkuh oder? Ja, das ist schon, schon ein bisschen ein jeder Damm, wenn ich das kann nennen. Ja. Wenn ich das umrechnet mit 7 Jahren wie beim Hund, dann, dann würde ich ja schon ungefähr ein Moos wie all die Jahre. Schon bald in der Pension, kann ich dazu. Und Sandra gab nur wenig für das Lasch gestracht? Nein, Sandra gab gestorben und um 11 Uhr für das Lasch gestracht. Na, Leute, mal gut, das ist kurz 4 und 11, da ging es so und da können wir die Kohle streichen. Und du hast Spezielles dabei, einen Melkroboter. Was würdest du mit genie auf sich? Nein, das ist am Anfang kein Melkroboter. Nee. Ein Mini-Melker, das heißt, ein Melkroboter geht das automatisch und hier muss mir noch mit der Hand unhängen, aber dann muss die Maschine rechts sein. Am Vakuum saugt die Milch raus, aber wir müssen es aber noch manuell, also der Bauer muss das selber unhängen. Und hier kann ihn, wenn er am Betrieb einen Krank kauft, kann er die selber ein streichen, ohne dass die ganze Melkstadt muss gebraucht werden. Dafür ist das hier geduldig für die Platte. Ja. Na, dann machen wir das direkt mit Sandra. Da ging es so, der geht viel, ihr wisst, wie das geht, und ich helfe euch da ein bisschen dezent. Weil er das ist. Ja, ein bisschen Comedie. Comedie immer gerne hier auf der Fuhr. Da geht es hier, natürlich schlugt du Wasser. Ja, da ist ein bisschen von der Spülung hier drin. Dann tun wir ein bisschen Wasser dran und dann holen wir ein Apparat. Ja, wir holen ein Apparat und dann gehen wir noch hier. So, den Apparat, der lebt, und dann schauen wir heute bei der Kuh, die wissen, dass wir dann so Werte streichen. Natürlich ist das auch ganz ruhig, das sehen wir heute. Und dann, wie geht das mit den Noppen? Noppen müssen wir so halten, dass es kein Vakuum hat. Und dann fängt man länger mal an. Dann hängt man die einfach hier drin. Dann ist das auch mal probieren. Ja. Das heißt, ich will nur... Soll ich mal umhalten? Ja, ich meine das. Ist das vielleicht ein anderer Platz? Perfekt. Ich kann in Zukunft auch mal Hölle bekommen. Super, wie lange dauert das? Das dauert ungefähr 2 Liter Minute, ungefähr 10 Minuten. Und die Müll ist, wir sind zwar nur halb der Farm, ich weiß, wie viel du die hast mit der Müll, so geht die hin. Die geht noch in den Kühlraum und dann hülle ich sie nur mit meinem Thema und dann geht die aufgeliefert. Und welche Produkte gibt es zum Beispiel alles mit Ehrenmüll gemacht? Wie du einen Abfluss drüber? Ja, das geht Käse, Joghurt, alles geht. Also die geht noch in Deutschland, am Tarla geht die aufgeliefert und dann haben wir zwar keinen direkten Abfluss, was sie mit Ehrenmüll machen, aber ich denke, dass du die normalen Produkte mit gemacht gehen, ja. Wie sieht ihr das allgemein schmangen? Leute in den Supermarkt auch kaufen, wollen das, was sie gerade losdrucken. Schätzen Leute, die Protein aber noch immer auch für alle, die Arbeit, die 100 Stück, was das die Arbeit schon aufwendig hat heute. Das ist ganz aufwendig, du kannst immer eigentlich dabei mit dir hinzukommen auf die Quark. Weil wir wissen, dass nicht nur das von alles, ein Arbeitsaufwand für die Müll zu produzieren, das ist so ein Kreislaufdenken, wo man bedenkt, wenn man Betriebe haben. Wir müssen Futter produzieren für die Kinder, das ist das Allerwichtigste. Als eigenes Futter, als Grundfutter, wie man so. Das ist meistens Frischgras, Siliergras oder Hee oder so Sachen. Oder Silomais, Mais, und all diese Sachen müssen alle werden, die Stecker produziert werden. Die sind gemeint gehen. Das muss alles breitgestellt gehen. Da gibt es auch noch Produkte, die man noch selbst speichern kann, für eine ausgeglichene Federation zu holen. Das ist ja alles berechnet, das ist ja heute nicht mehr so, wie man gerade denkt. Das muss ja alles berechnet gehen.
Dann haben wir das alle gut. Da brauchen wir für die entsprechenden Sachen mal für dich mal Kei selber, bis die Kei groß ist, bis die Milch geht. Die muss einen Kalf kriegen, das dauert meistens gut über zwei Jahre plus. Das ist Modell. Und da kommen natürlich die anderen Faktoren noch dabei. Wir brauchen einen Stall, was auch ein großer Kostenfaktor ist. Einen entsprechenden Stall, der gut ausgerichtet ist, wo Tierwohl und alles passt. Für das Kei sich wohlfühlen, dass sie auf die Produktion gehen. Und dass sie die Valor rumgehen, die sie kriegen. Also all die Faktoren zusammen also bedeutet, dass der Milch einen riesengroßen Aufwand, dass ihr die Milch könnt, für das Tier zu stellen. Dafür versteht ihr, dass die Milch auch nicht hier verschenkt gehen. Nee, das muss auch bei einer Molkerei dementsprechend gut valorisiert gehen. Und da haben wir nach wie vor immer ein kleines Problem. Wir sind da schon mit nur drin. Die Milch müsste nach besser ausgezahlt gehen bei der Molkerei, die bis nur. Bis zum nächsten Mal vielmals merken und noch merken, dass wir den Job machen, dass wir dann alle gut daheim die gute Milchbrot wir können essen und dafür auch eine Massage und Leute bauen. Schätzt die Produkte und seht euch einfach immer bewusst, was du für ein Arbeit zu haben hast. Und für uns allem ein Arbeit mit ganz vielen Herzblüten haben. Vielmals merken.